So, da sind wir wieder schon mal im Forst. Es gibt kleine technische Probleme. Deswegen, ja. Wir haben die Seebahn schon. Dafür haben wir dann auch die mobile Fahrzeugstation hier. Und wir waren hier auch schon ein Stück weiter, aber nochmal zurück und ja. Jetzt erstmal schauen wir uns das schöne Ding an. Oder besser gesagt, wir gehen Richtung Norden. Ist den Norden hier. Nordosten, besser gesagt, müssen wir in etwa. Autsch. Okay. Beim ersten Mal lief das jetzt besser. Was wollt ihr Pinguine denn noch von mir? Immer diese Pinguine. Mal schauen. Nordwesten. Das Positive ist halt jetzt daran, wir haben unendlich Luft. Jetzt können wir nämlich das Ganze hier erkunden. Im Norden war ja irgendwo so ein komisches Ding. Müssen wir halt auch erstmal finden. Allen Dingen eigentlich wollte ich hier Richtung Norden. Aber das hier. Rammt uns denn da die ganze Zeit, dass sie Wurzeln? Oh Mann. Süden. Ich wollte doch eigentlich Richtung Norden. Also ich habe gerade überhaupt keine Orientierung, wo wir gerade sind.
Dadurch, dass es jetzt auch noch dunkel geworden ist, ist das sehr hilfreich. Hier sind überall Eislöcher, die uns komischerweise überhaupt nicht gerade helfen. Aber jetzt immer Richtung Norden. Upsa. Wir hätten eine Boje mitnehmen sollen. Boot. Das frisst Strom. Ich habe keine Energie für Dauer. Danke. Das ist so gesehen, was wir noch gefunden hatten. War jetzt die schwere Geburt, das wieder zu finden, vor allen Dingen bei diesem Sturm. Hier war nur Schnee, wollte schon sagen. Außenposten 0. Bei Exoskelette haben wir hier Forschungslabor. Das schauen wir uns dann halt alles noch mal ein bisschen genauer noch an. Aber Grunde hier drin waren wir schon. Ein paar Früchte. Wir brauchen was zu trinken, was gerade nicht so besonders gut ist. Pflanzenkübel und alles. Ein paar Poster, Fotos waren hier noch. Ja, scheinbar haben wir auch nichts übersehen. Hier die große, ach so, hier so ein komischer Würfel, so ein grüner. No Signal. Sehr schön, wenn da kein Signal ist. Wir sollten uns wahrscheinlich beeilen, weil da drüben haben wir noch nicht. Fallen lassen. Kann man also gerade nichts mitmachen. Aber das, darum ging es mir gerade. Dass hier was ist, hatte ich gesehen, aber ansonsten. Gehe ich da einfach in Landestation oder so? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Wenn das Wetter gefährlich ist, hatte ich schon gemerkt. Vor allen Dingen brauchen wir auch was zu trinken.
Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich kann nur gerade nichts dagegen machen. Eisstalagmit. Okay. Das ist nur Schnee. Aber der Schnee sieht ein bisschen anders aus. Und ob der gesund ist, ist, weiß ich nicht. Okay. Hier kommen wir also noch nicht rein. Scheinbar noch nicht. Das ist aber nicht schlecht. Sollte vielleicht nicht rennen, unser Wasserverbrauch, den hilft es nicht. Was halt und nicht. Also wir müssen auf jeden Fall zur Basis zurück. Wir haben hier zwei Exoskelette. Was schon übelst ist. Das ist schon ein übelster Vorteil. Es sind halt 2 von 4. Das ist das Problem dabei. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ja, ich weiß. Du kannst aber auch nicht schwimmen, meine Gute. Und wie wollte ich jetzt gerade? Seek fluid intake. Ja, ich weiß, ich gehe ja schon. Ich eile. Ich weiß, du verdurstest. Hier trinkt ein bisschen Salzwasser. Fischis haben wir genug. Das wird ja sowas von knapp. Okay, das wird nicht nur knapp, wir werden hier verrecken. Ich sehe. Please, not. Sind doch genau bei der Base. Welcome aboard, Captain. Das hier.
Wir sind in der Base umgekippt. Ach, nö. Okay. Scheint nicht zu schlimm gewesen zu sein. Wir brauchen Fisch. Folgen die Eisklöpfe geben einen halt auch ein bisschen Wasser. Und wir haben den Ionenwürfel, ist das also. Ladestand 100%. Ich habe noch keine Ahnung, was man damit machen kann. Okay, nicht ins Inventar ziehen. Also nicht die Leiste. Aufzeichnung und Kommunikation. Basisinstallation. Inbit-Kasten. Der Inbit-Kasten ist kompakter als das Außenmodell, der zum ausschließlichen Gebrauch innerhalb von regulierten Basismodulen vorgesehen ist. Okay, heißt so viel wie, wir werden unsere Base ausbauen. Kontrollraum. Die Kontrollen sind wesentliches Bestandteil beim Bau von Außenpersonen und wurde geschaffen, um auf Umgebungen mit begrenzt möglichen der Energieerzeugung reagieren zu können. Zentral gelingt 3D-Konsole für einen Überblick über die aktuelle Basis lauert. Interaktive Projektoren zur Steuerung der Energieversorgung einzelner Räume zur Regulierung begrenzter Energie, detaillierte Wandanzeigen zur Darstellung und Überwachung von Hüllenstabilität und Energieverbrauch, Regler zur Anpassung von Basissensoren wie Name und Außenfarben. Atomuhr für Bestimmung der genauen Ortszeit. Klingt gut. Pflanzkästen in den sind verschiedene Konfigurationen erhältlich. Die machen es möglich, fast jede Pflanze an in kleinen Mengen anzubauen, für dekorativen oder botanischen Gebrauch gedacht. Semi-Exil. I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but geez, it's practically off the map. Who names an inhabitable place Outpost Zero? Sounds like a prison. Most people would jump at the opportunity to get paid and sit and do nothing. Not Sam. She was always ready to work, and always looking to make things better. I can't believe Altera cut her down while she was just getting started. And they have the nerve to call her negligent? I think they drove her to an extreme. What did they want Sam to do out there? Fix faulty wiring kits and, I don't know, write poetry to pass the time? Nothing wrong with poetry, but they hired her to do what she was best at. Build robots. She must have been miserable out here. Puh, da haben wir aber eigentlich wieder eingesammelt. Der Eisstrahlalkmit, Ionenwürfel. Diese grüne mineralische Substanz hat keinen Eintrag im Penicillin und ist beispielsweise die Fähigkeit, riesige Mengen ionischer Energie zu speichern, wahrscheinlich künstlich hergestellt. Okay, beurteilen wertvolle Energiequelle. Verwertbares Laternenbaum. Ein Geflecht einzelner Reben, die sich gegenseitig stützen. Die Pflanze wächst ausschließlich auf fruchtbarem Land. Jede Rebe produziert orangefarbene, laternenförmige Früchte mit geringem Nährwert und Wassergehalt. Essbar im Notfall. Okay. Kein Zurück mehr. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here.
I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, what? When they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold. No more spying. Nothing that can be misused. All right. Now's my time. I've got this. Ja, ist nicht leicht. Bruchschiff-Funkschaltung 0. Okay. Machen Sie sich gemütlich. Funkschaltung 0 bietet Einrichtungen, die sich auf neuesten Stand der Technik befinden, darunter Unterkünfte, dabei ist 6 Personen, voll ausgestattete Wissenschafts- und Ingenieurssektion, Freizeit- und Sportanlagen, große Anbaufläche und Wasserwerfel, das ist ein für autarkes Leben, Abteilung zur Wettervorhersage, Krebsdock. Oh Gott. Ja, haben wir viel gesehen. Aufgabenliste, Bettkästen, abernten, neue Saatgut ausbringen, open. Maschinenöl und Kühlmittel nachfüllen, in Arbeit, fertige Forschungsproben. Okay. Krebse lackieren. Ernste Krebse? Sam Ayu. Okay. Dr. Linien Brensch. Ich zähle die Tage. So, wieder so viel. Ah, my darlings, Brian, Svea and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloging things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren, you know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little Pengling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But oh, I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some color and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you.
Wasserfiltersinn. Filtersinn bezieht sich mit menschlichem Verzehr ungeeignetes Wasser aus einer externen Quelle, gespalten ist aus einer Turmebene in Stoffe und erzeugt Trinkwasser und Salz, während schädliche Lebensprodukte beseitigt werden. Das klingt sehr gut. Krebsexoskelett. Das ist das, was die Alte am Anfang hatte. Und zwei Teile haben wir da schon von gefunden. Klettern, Rohstoffe abbauen und Kunden, Bergen springen, die durchaus gleiche Wasserdichten. Christus sind eine Reihe von Mechs, die entwickelt wurden, um die Piloten in externen Umgebungen zu schützen. Das Modell 30, die neueste Generation, wurde bisher nur auf Altäre für die eigenen kurvigen Phasentoroperationen eingesetzt. Zur Erleichterung Rohstoffe und fortgeschrittene Kunden sind eine Reihe von Modifizierungen verfügbar. Uff. Das ist wieder so viel. Alles schön und Info, aber hier fehlt, uns fehlt halt hier Krebs. 2 von 4. Hier, den haben wir auch gefunden. Kreislauftauchgerät. Okay. Für was auch immer die gut sind. Hier haben wir auch im Schnee im Inventar. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ich schätze mal, wie ich mir das so überlege, könnte sein, dass wir ein bisschen die Basis ausbauen. Wegen Innenbeetkästen, schöner Pflanzentopf und vor allen Dingen wegen den größeren Dingern. Auch wenn ich die gerade nicht sehe. Kontrollraum, Mehrzweckraum. Hier, großer Raum. Oh. Belaststallbahn. Aber Belaststallbahn. Lithium. Lithium, okay. Uff. Müssen wir mal gucken, ob wir das alles kriegen. Aber wir sehen das in der nächsten Folge.